Zielgerade. Und auch wir als ICF wollen nochmal so richtig Gas geben auf dieser Zielgerade dieses Jahres. Wir fangen eine neue Serie an am Sonntag. Sie heißt Jesus und beschäftigen uns mit provokanten Thesen und Fragen zu dieser Person. Sie wird kritisch diskutiert und gerade an Weihnachten ist es am Puls der Zeit, darüber sich Gedanken zu machen und sich diesen Fragen auch zu stellen. Es ist ideal, in dieser Serie all deine Freunde einzuladen, entweder um 9.30 Uhr in die Unplugged Celebration oder um die 11 Uhr in die rockige Celebration. Ich freue mich sehr auf diese Sonntage. Ganz besonders möchte ich dir den 19.12. ans Herz legen. Dort wird es ein Highlight geben. Wir werden mit dem Tanz, mit Theater, mit Video einen neuen Level gehen und wirklich die Kreativitätskiste unheimlich anheizen. Ich freue mich auf das Musical mit dir gemeinsam am 11.12. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Wenn du noch keine hast, gib Gas, melde dich im Office beim Clemens, sei mit dabei, weil die Uraufführung in Zürich ist bereits absolut eingeschlagen wie eine Bombe. Es war genial, es war bewegend, es war lustig und wir freuen uns sehr, dass dieses Musical bei uns zu Gast ist. Darüber hinaus möchte ich dich auf etwas hinweisen, was eine absolut geniale Möglichkeit ist, diese Kirche mit einer Spende zu unterstützen, ohne dass es dich etwas kostet. Auf unserem Shop, wie du hier eingeblendet siehst, kannst du in Zukunft Buchtipps kriegen zur Serie, Vertiefungsmöglichkeiten, aber du kannst auch, wenn du auf diesen Button Powered bei Amazon gehst, alles, was du dann kaufst auf Amazon, wirklich 5% davon werden an die Kirche gespendet. Also ganz egal, ob es die Waschmaschine für die Mama, der Geschirrspüler für den Bruder ist, 5% von diesem Einkauf gehen ans ICF München und du kannst damit diese Kirche unterstützen und es wird dich nichts mehr kosten. Gib diese Info weiter an alle, die du kennst, dass sie über Amazon dort einkaufen und uns unterstützen können. Ich freue mich sehr auf diese nächsten Wochen mit dir und ich freue mich sehr auf alle Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen können, von den vielen Wundern, die Gott tun wird, durch die vielen anderen Wunder.